Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten und ja, Sonntag gab es kein Video, da meine Mama Geburtstag hatte und wir noch ein bisschen im Salz lagen vom Cityfest. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, habt ihr auch immer ein Stadtfest einmal pro Jahr, wo alle aus allen Löchern rauskommt und dann wird einfach zusammen gefeiert, getanzt und mal wieder richtig viel geschnackt. Mittlerweile ist die Stimme auch wieder da und deswegen ist es Zeit für ein cooles Video. Heute möchte ich zeigen, wie man tolles Mitbringsel mitnehmen kann, wenn man mal eingeladen ist. Vielleicht jetzt zu Federweißer, Zwiebelkuchenzeit oder einfach zu einem Herbstcafé. Ich würde sagen, ich zeige euch, was ich mitgebracht habe und dann zaubern wir wieder was Schönes. Wir haben hier einmal Mühlenbeckia oder man kann das auch mit Efeu machen, unterschiedliche Hortensien, Rosen, Mohnkapseln, hier habe ich Blätter wie von einer Viburnum und einmal von Salbei, zwei richtig coole Samttöpfchen, Kerzenhalter für die dunklen Tage mit passenden Kerzen, Draht, Röhrchen und Band. Und ihr seht, ich habe zwei Sachen vorbereitet. Nein, ich habe schon hinten einige Sachen vorbereitet. Und ich möchte euch einfach, für jede Farbe ist was dabei. Diese Samttütchen sind super, super cool. Die kann man natürlich auch bestücken, indem man da einen Blumenstrauß reinmacht mit einer Vase. Aber ich finde es auch immer niedlich, ein kleines Potpourri mitzunehmen. Etwas, was so ein bisschen länger hält. Und dafür stelle ich die Pflanze einfach hinein. Ihr müsst natürlich schauen, dass das passt. Passt es? Ich habe es nicht vorher getestet. Doch, eben habe ich ja auch schon einen mit Mühlenbeckia gemacht. Und was ich halt ganz witzig finde, gerade bei Efeu und Mühlenbeckia, dass man das nachher so ein bisschen mit reindrehen kann, dass man so ein kleines Nest baut. Und von den Farben her habe ich jetzt hier rote Utensilien mitgebracht. Und ich werde jetzt einfach mit diesem Draht, das ist so ein festeres Aluminiumdraht, so eine kleine Spirale draus zaubern. So, richtiges Werkzeug, nicht mit meiner Rosenschere. Ist wirklich eine super einfache Geschichte. Ihr könnt natürlich auch den Aluminiumdraht nehmen, der einfach so gerade ist. Dies hier bietet sich einfach an, damit man so eine Art Manschette drum zusetzt und damit man nachher dieses Mühlenbeckia da so ein bisschen drumrum schlingen kann. Ich setze da wirklich eine ganz schlichte Spirale rein, befestige das wieder an der Blumenerde. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann finde ich so ein Schmuckdrähtchen auch ganz schön, weil es wird eine recht schlichte Deko und die Akzente machen es schlussendlich aus. Also wer mein Channel schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich sowas Ähnliches schon mal fertig gemacht habe. Mit Stacheldraht, glaube ich. Ich bin mir da nicht mehr so genau, sicher. Und ja, dieses Schmuckdrähtchen, was ich hier noch habe, das dünnere. Man kann auch Bouillondraht nehmen, der so ein bisschen gerillt ist und den schlinge ich hier auch einfach nochmal drum zu, befestige den und auch das mache ich mit diesem Band. Das ist schon so ein bisschen Weihnachtsband, also ich finde es sehr schön, um in diesen Messingakzenten jetzt was zu machen. Nicht nur zu Weihnachten, sondern Gold ist ja allgemein ein Thema geworden. Im Vergleich, wenn man bedenkt, früher war alles mit Silber. Und jetzt sieht man viel in Gold und das finde ich gerade mit diesem Samt sehr, sehr schön. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Jetzt sagt ihr, ja Marion, das sieht alles wahrscheinlich so toll aus wegen diesen Samttütchen. Natürlich sieht das dadurch sehr, sehr schön aus. Aber was ihr machen könnt, ist auch, ihr könnt einfach Samtband oder Samtstoff nehmen oder Fellstoff nehmen und das um einen Topf drum zu kleben. Wie ich das gemacht habe zu Weihnachten mal, das könnt ihr hier in diesem Video sehen. Also so könnt ihr ganz einfach und kostengünstig Töpfe aufpimpen. Aber so teuer sind diese Töpfchen jetzt gar nicht. Und dann habe ich diese wunderschönen Hortensien in diesem Rotton. Ich könnte natürlich jetzt auch genau das Gegenteil nehmen, aber ich finde es gerade so ganz schön. Und dann habe ich diese Röhrchen, damit es auch mit Wasser versorgt ist. Ups, das stecke ich da auch hinein. Das ist gleich für die Rose. So. Und diese Floristenröhrchen könnt ihr eigentlich immer beim Floristen mal nachfragen, ob man die da kriegen kann. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ihr seht, auch eine Hortensie reicht schon. Dann habe ich die wunderschöne Red Piano. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Rosen im Garten, weil dann könnt ihr es wirklich kostengünstig fertig machen. Dann habe ich hier diese Red Piano, die ich noch mit hineinsetze. Die Knospe setze ich auch noch ein bisschen hinein.
Und dann habe ich diese coolen Blätter, die kann ich einfach mit dazu setzen. Oder so ein Salbeiblatt finde ich auch sehr schön. Ich glaube, das mache ich mal mit einem Salbeiblatt. Und dann kann ich das noch schön ausdekorieren. Das werde ich jetzt einfach andrahten und mit einem Bändchen befestigen. Und ich würde sagen, ich werde die grüne Variante auch noch eben fertig machen. Und ich hoffe, dass für jeden was dabei ist. Die Details machen schlussendlich aus. Hier habe ich das jetzt, könnt ihr das mal einmal vom Nahen sehen. Hier habe ich so ein Salbeiblatt genommen, das ist imprägniert, deswegen sieht das noch so cool aus. Und da habe ich diese Bänder so ein bisschen drum gemacht. Hier habe ich einmal so zwei Salbeiblätter befestigt. Hier brauchen keine Röhrchen rein, weil die Hortensie ist so ein ganz crunchy, ist so ein crunchy. Und die Mohnkapseln, die trocknen auch ein. Aber ich finde das wirklich, man kann die so super unterschiedlich gestalten. Hier habe ich das zum Beispiel in Rosé gemacht mit so einem Salbeiblatt. Und mit den Kerzen finde ich das wirklich sehr, sehr süß, weil die Tage werden kürzer, es wird dunkler draußen und dann ist es doch wirklich schön. Hier habe ich allerdings wieder so ein Röhrchen drunter und man sieht, hier habe ich dann wieder was um das Band gewickelt oder um das Blatt gewickelt, um das Ende. Und das machen eigentlich diese kleinen Töpfchen oder wenn man Kerzen oder so fertig macht, aus. Das ist natürlich auch ein bisschen rustikaler und XXL kann. Das seht ihr hier. Das ist noch eine große Hortensie von meinen Eltern aus dem Garten. Hier ist wieder dieser Viburnum, dieser Winter-Viburnum. Den haben wir bei uns im Garten. Der ist ganz toll eingetrocknet. Also da habe ich mal Kugeln von gemacht. Und so kann man wirklich aus kleinen, niedlichen Töpfchen was ganz, ganz Tolles machen. Super Mitbringsel oder tolle Tischdekoration. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir wundern uns natürlich oder wir fragen uns ab, was euer Favorit ist. Also ich bin gerade am Überlegen, ich finde das Orange auch sehr, sehr schön. Und euch allen eine schöne restliche Woche und bis bald. Ciao! Ich glaube, das hier nehme ich mit. Ich bin nämlich jetzt eingeladen zum Kaffee und Kuchen. Wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt einfach hier unten. Und wer noch kein Abo hat, aber immer schöne Dekorationen sehen möchte, ob einfache, große oder kleine, seid richtig bei diesem Channel. Klickt einfach hier oben zum Abonnieren.